da aus und dann kann es ja nicht mehr so schrecklich lange dauern. Dann bleiben wir doch gleich auch mal auf diesem Bild. Und wenn er uns nicht enttäuscht, wird er uns jetzt seine Zuversicht mitteilen über das, was in den nächsten 2-3 Tagen hier gelingen kann. Grüß Gott. Ja, bin sehr guter Dinge. Das steht noch aus. Ich denke, wir schaffen das die nächsten Tage, obwohl noch viel aussteht. Vor allem die Knackepunkte, aber das ändert nichts an meiner Zuversicht. Können Sie ein paar Punkte benennen, die Sie Knackpunkte finden? Krankenversicherung, Krankenversicherung, Arbeitsrecht und diverse kleinere Punkte. Aber ich sage nochmal, ich bin überzeugt, dass wir es schaffen die nächsten Tage. Gehen Sie von einem Ende bis Sonntag aus oder gehen Sie von einer Verlängerung aus? Bis jetzt gibt es keinen Anlass, davon auszugehen, dass wir länger brauchen als Sonntag. Wir sind mit 46 Milliarden sehr solide. Und deshalb ist es so wie in der letzten Legislatur, die Spielräume werden in der Realität größer sein. Aber wir kalkulieren solide. Was wären Ihre Präferenzen für die Ausgaben, die nach oben drauf kommen? Bitte? Ich habe jetzt gerade da was. Was wären die Präferenzen für die Ausgaben, die auf die 46 Milliarden noch draufkommen sollen? Ganz wichtig ist für die Dynamik in Deutschland das ganze Thema Digitalisierung. Und wichtig bleibt unsere Bundeswehr und die Entwicklungshilfe. Sie sehen, wir sind da sehr übereinstimmend, die Kanzlerin und ich. Okay. Schönen Tag und schöne Nacht.